Wenn es noch mehr gibt, dann steigen wir dann ein. Also, mal bitte Licht wieder an und dann. Starten wir nochmal in die Fraktionsrunde, wenn es jetzt doch deutlich mehr Wortmeldungen gibt. Und es beginnt die SPD-Fraktion. Wird das Wort gewünscht? Nein. Dann als nächstes die FDP-Fraktion. Wird das Wort gewünscht? Nein. Freie Wähler, wird das Wort gewünscht? Nein. Dann sind wir bei Fraktion Dissidenten, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, eigentlich eine Vorlage, die man eigentlich guten Gewissens nur befürworten kann. Es gibt allerdings ein kleines Detail, was doch dann erfordert, dass man hier nochmal vorgeht. Und zwar ist bei dem Gebiet Kotta vorgesehen, dass dort für einen Bereich in Löbtau eine Fernwärmeleitung gelegt werden soll. Das kann die Sachsen AG natürlich gerne tun. Allerdings ist dort vorgesehen, dass von diesen Kosten von 13 Millionen Euro circa 3 Millionen Euro aus dieser EFRE-Förderung bereitgestellt werden soll für diese Fernwärme. Und das hat im Ausschuss doch einige Nachfragen provoziert. Das hat dazu geführt, dass gestern Vertreter der Sachsen Energie in den Bauausschuss gebeten waren und dort nochmal begründen sollten, warum das jetzt erforderlich ist. Ja, ich muss jetzt leider anknüpfen an die Aktuelle Stunde. Was uns dort dann geboten wurde, war jedenfalls aus meiner Sicht nicht befriedigend, weil die Vertreter dort der Sachsenenergie einfach schlankweg behauptet haben, ja, das ist klimaverträglich, das ist gut, das entspricht unserem Energie- und Klimakonzept von 2013, was es in der Tat tut. Allerdings wissen wir alle, die sich mit dem Thema ernsthaft beschäftigen, dass das sogenannte Energie- und Klimaprogramm von 2013 vollkommen ungeeignet ist und, sage ich mal, also ganz bestimmt nicht mehr zeitgemäß ist. Was mich dann besonders auch noch geärgert hat, gebe ich gerne zu, ist, dass dann einfach standeweg gesagt wurde, naja, das ist klimaverträglich, und dann wurde uns klargestellt, naja, es kommt ja die Dekarbonisierung der Sachsenenergie und dann ist es dann wirklich klimaverträglich. Jetzt wissen wir, ich möchte die Debatte nicht wiederholen, die Sachsenenergie hat kein Dekarbonisierungskonzept, von daher steht es in den Sternen. Und wenn man dann auch weiß, dass ungefähr 140 Wohnungen da angeschlossen werden können zu einem Preis von 13 Millionen Euro, ich weiß nicht, ob Thilo Wirtz dann das nochmal rechnet, ich habe jetzt die Zahlen nicht parat, dann ist das eine sehr hohe Summe und dann erhebt sich einfach die Frage, kommen wir nicht einfach günstiger, auch für die Anwohnerinnen und Anwohner, die dann diese Energie nutzen sollen, wenn man beispielsweise ein dezentrales Konzept macht, wenn man ein Nahwärmekonzept macht, wenn man irgendwie Photovoltaik und Wärmepumpe macht. Es gibt ja viele Möglichkeiten und ja, und deswegen haben wir die Sachsenenergie befragt. Und für mich kam dabei raus, nein, also eine entsprechende Abwägung, das oder das, haben wir nicht gemacht. Okay, gut. Also ich sage mal, aus der Sicht der Sachsenenergie, aus wirtschaftlichem Interesse kann ich das nachvollziehen. Ob das jetzt im Interesse der Anwohnerinnen und Anwohner und der Landeshauptstadt Dresden ist, diese Frage bleibt für mich offen. Wir als Dissidenten wollen diesen EFRE-Antrag nicht aufhalten und werden ihm auf jeden Fall zustimmen. Aber das ist, also das muss in Zukunft anders laufen. Ich finde, die Sachsenenergie soll nicht mehr damit rechnen können, dass wir einfach alles, was sie vorschlägt, durchwinken, dann unsere wertvollen Gelder, die eigentlich für die Städtebauförderung sind, einfach dann noch dafür nehmen. Ich meine, die 3 Millionen, da könnte man auch sich andere Sachen noch vorstellen für das Gebiet. Also unbefriedigende Lösung und ich denke, wir als Stadtrat sollten das wahrnehmen. Danke. Als nächste Fraktion ist Bündnis 90 Die Grünen dran. Herr Löser, verzichtet. AfD, Herr Pinkert. Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren Stadträte, sehr geehrtes Publikum. EFRE-Förderung, Fördermittel des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.
Also Beantragung von Fördermitteln, die aufgrund Förderrichtlinien enge Grenzen haben. Da wir mindestens 30% an Eigenmitteln einsetzen müssen und auch eventuelle Kostensteigerungen tragen müssen, reden wir von mindestens 8 Millionen, wenn nicht sogar Richtung 12 Millionen. Weil in der Vorlage sind es ja schon mal 8 Millionen. Was wäre, wenn nicht der Umweg über Fördermittel gegangen werden würde? Es gäbe einen größeren Stadthaushalt und die Stadt müsste sich nicht von irgendwelchen Fördermittelgebern indirekt vorschreiben lassen, was investiert wird. Ich weiß, Frau Arnold, Sie lachen, weil Sie haben das System nie verstanden. Fördermittel sind vorher eingezahlte Steuern von Bürgern. Kommen also nicht von der EU, sondern vom steuerzahlenden Bürger, der meist die Steuern in der freien Wirtschaft erarbeitet und nicht in der Parteipolitik. Im Einzelnen sind die Projekte nicht verkehrt. Lediglich die Priorität ist fraglich. Einige Projekte sollten auch schon lange umgesetzt sein, zum Beispiel der Volkspark Priesnitz auf dem Gelände des TJG. Aber da wie immer alles teurer wird als geplant, wenn es der Steuerzahler zahlen muss, reichte das Geld aus dem damaligen Beschluss dafür nicht mehr. Das große Problem haben wir schon mehrfach angesprochen. Fördermittel sind vorher eingetriebene Steuermittel, von denen nur geringe Teile wieder zurückfließen. Zweckgebunden zurückfließen. Und die Stadt Teile der eigenen Liquidität opfert, um an diese Gelder zu kommen. Das gleiche Schema finden wir ja auch in der Bundespolitik. Die Einnahmen aus Zwangssteuern für Strom, Gas und Öl sprudeln und der Steuerzahler soll mit Krümeln abgespeist werden. Grundsätzlich noch zum Herrn Lichti und wie viele andere jetzt schon gesagt haben, Dekarbonisierungsstrategie der Sachsenenergie. Ja, haben Sie mal eigentlich, bevor Sie das beschlossen haben, darüber nachgedacht, was Sie denn nehmen wollen zum Heizen und Strom erzeugen? Luft wird es nie werden. Wasser wird auch schlecht werden bei uns mit Wasserkraftwerken. Ne? Windpark können wir versuchen, in Osnabrück einen Windpark hinzustellen, wird auch nicht werden. Ne? Das nächste ist, wenn ich jetzt sage, ich erweitere das Fernwärmenetz in Stadtteile, wie eben jetzt bei uns in Löbtau, wird ja schon gebaut die ganze Zeit dort. Ja? Muss man sich überlegen, diese Anlage hat dort noch relativ kurze Transportwege. Wir sehen aber gerade drüben in Pieschen, dass dort auch gebaut wird. Die Anlage hat weite Transportwege. Jetzt ist die Frage, ist eine neue Heizungsanlage mit vielleicht Wärmepumpe, Photovoltaik und vielleicht noch Gasbrennwerttherme im Keller eventuell nicht effizienter für die Umwelt als der Transport über lange Wege, über Effizienzverluste? Das ist eine gute Frage, aber das steht hier nicht zur Debatte. Grundsätzlich, leider werden wir der Vorlage zustimmen, da dies derzeit die einzige Möglichkeit darstellt, Teile der vom Bürger erbrachten Steuern zurückzuholen in unseren Stadthaushalt. Danke. Wird CDU das Wort gewünscht? Herr Böhm, bitte. Sehr geehrter Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, ganz so kann man es jetzt doch nicht stehen lassen. Naja, auch das, was der Kollege Lichti gesagt hat, war jetzt ziemlich halbseiten. Also es sind nicht 150 Haushalte, sondern es sind 150 Häuser. Das ist nur ein bisschen in eine andere Größenordnung. Und Herr Lichti, Sie haben natürlich wieder ein bisschen was unterschlagen oder vielleicht waren Sie da gestern auch abwesend oder noch draußen, was die Sachsenenergie gesprochen hat. Er hat ja ziemlich deutlich gemacht, der Herr Wustmann oder der Herr Kretschmer, dass es nicht so einfach möglich ist, in diesem Gründerzeit- und Denkmalschutzviertel da, ich sag mal, großartige Wärmepumpen hinzustellen und. Und er hat noch was ganz anderes klar gemacht. Er hat gesagt, wenn wir dort dezentral an jedem Haus was mit Strom wärmepumpemäßig erzeugen, das Niederspannungsnetz hat überhaupt nie die Kapazität, um das alles hinzubringen. Und was ja auch völlig vergessen ist, aktuell wird am meisten dort mit Gas geheizt. Das heißt, wenn auf Fernwärme umgestiegen wird, wird das eine wesentliche Einsparung geben, weil durch die Kraft-Wärme-Kopplung wir natürlich erhebliche Effizienzgewinne haben. Also ich wollte das nur noch mal klarstellen. Noch eine Bitte, wir hätten dann gern punktweise Abstimmung. Dann kommen wir zum Abschluss der Fraktionsrunde. Fraktion Die Linke, Herr Wirtz.
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, sehr geehrte Damen und Herren, in der Tat hat gestern im Bauausschuss hier eine leidenschaftliche Diskussion stattgefunden, ob die einseitige Ausrichtung der Dresdner Energieversorgung, sei es der ehemaligen Drewag oder Sachsenenergie, gemäß dem Energie- und Klimaschutzkonzept 2013 so die Zukunft sein kann. Und es ist damals ja schon im Prinzip, da ist die Klimawende noch nicht ganz so akut im Bewusstsein gewesen, ist es ja so gewesen, dass so hinter vorgehaltener Hand gesagt worden ist, naja, das ist eine wunderbare Strategie, mit der Fernwärme für die Drewag-Kundschaft zu akquirieren, weil einmal die Dresdner Fernwärme hat, da kommt er so schnell nicht wieder runter. Und jetzt ist aber das Problem, was wir auch gelernt haben, dass unsere Energieversorgung von Redundanz lebt, also von Dezentralisierung, von Belastbarkeit und nicht von einem großen Versorger, der, wenn der in Schwierigkeiten gerät, sei es technischer, finanzieller oder anderer Art, dann alles ausgeht. Und außerdem wissen wir noch nicht ganz genau, das sage ich mal als Techniker, was die Zukunft bringt. Also für mich ist, lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen, die Energiewende nicht im Ansatz technisch gelöst. Sie ist offen. Es gibt ganz viele Leute, die im Prinzip gerade ihr Geschäft als Lösung verkaufen. Aber jemand aus der, im Prinzip, der ingenieurtechnisch nachgewiesen hat, es funktioniert. Es funktioniert nur mit Sonne und Wind. Den habe ich noch nicht kennengelernt. Auch die Speicher habe ich noch nicht kennengelernt. Und wenn man dann mit Physikern redet, dann hört man immer, die Physik lässt sich nicht überlisten. Aber nochmal zurück nach Liptau. In der Tat, wenn man das dort mal bilanziert, stehen dort knapp 14 Millionen drin, plus Inflationszuschlag derzeit, das heißt, es wird mehr, 140 Häuser. Die 140 Häuser haben, das habe ich gestern gesagt, da hat die Sachsenenergie genickt, die werden so jährlich einen Energieanschluss von ungefähr insgesamt für das ganze Haus 20.000 Euro haben. So, und jetzt rechnen wir mal die Anschluss, 14 Millionen durch 140 Häuser sind erstmal 100.000 Euro, die da weg sind pro Haus. Und da eine einseitige Ausrichtung auf Fernwärme, und wir wissen gar nicht so ganz genau, die heizen jetzt vielleicht mit Gas, aber dadurch, dass die Häuser in Liptau teilweise relativ spät nach der Wende erst saniert worden sind, sind diese Anlagen auch noch aktuell. Die werden jetzt nicht gleich auf Kommando sagen, wenn das dann kommt, wir schmeißen jetzt alles raus und stellen einmal um. Und dann wissen wir auch nicht, was die Zukunft bringt. Das heißt, wir bauen dann sozusagen verbauen jeder anderen Technologie den Weg. Die Gründerzeithäuser sind teilweise energetisch gar nicht so schlecht. Die haben dicke Wände, die haben Speichermasse, die Energieschleudern sind eigentlich die Bauten des Nachkrieges, der 50er, 60er und 70er Jahre teilweise, wenn sie nicht ertüchtigt sind, die sind kalt. Und auch mit einer, wenn man sagen, schonenden energetischen Sanierung, was Kellerdecken betrifft, was Dachräume betrifft, die sind meistens so und so im Zuge der Sanierung ausgebaut worden und gedämmt worden. Und auch eine, wenn man sagen, sensible Dämmung der denkmalgeschützten Außenwände mit einem Wärmedämmputz bringt ungeheuer viel. Da sind dann so 60 Kilowattstunden pro Jahr sind dann schon erreichbar und das ist ein sehr guter Wert. Also man soll diese Gründerzeithäuser nicht schlecht reden und sie vollkommen für Wärmepumpen ausschließen. Dann braucht man eben doch die kräftige Stromleitung, zumal eine Stromleitung sich leichter verlegen lässt als eine Fernwärmeleitung. Insofern hier auch im Prinzip, wir werden die Vorlage nicht aufhalten, wir werden jetzt die Diskussion den Sack hier nicht aufmachen, aber wir werden auf dieses Problem unser Augenmerk lenken und müssen hier auch im neuen Energie- und Klimaschutzkonzept im Prinzip technischen Entwicklung der Zukunft diversifiziert einen Raum geben und nicht alles, wie das so schön heißt, alle Eier in einen Korb legen. Vielen Dank. So, damit sind wir erstmal durch die Fraktionsrunde durch. Weitere Wortmeldung, Herr Lichti. Sehr geehrter Oberbürgermeister, sehr geehrte Kollegen, nur kurz zu Herrn Böhm. Ja, das habe ich sehr wohl wahrgenommen. Wo sitzt er da drüben? Habe ich sehr wohl wahrgenommen. Aber Herr Böhm, Sie haben weder gerade eben noch gestern meinen Punkt erfasst. Der Punkt ist der, dass wir hier eine Fernwärmelösung praktisch präferieren, mit unserem Geld, was wir anders einsetzen könnten, noch befördern, ohne dass zuvor mal eine Abschätzung gemacht worden ist, gäbe es denn eine für die Nutzerinnen und Nutzer ökonomischere und für das Klima verträglichere Lösung. Das ist mein Begehr. Also es ist ja richtig, ja, die Argumente, die Sie gebracht haben. Natürlich hat die Fernwärme auch an dieser Stelle erstmal im Vergleich zu dem, wie es jetzt ist, seine erheblichen Vorteile. Und wenn dann tatsächlich die Dekarbonisierung mal kommen würde, okay, aber dann kommt das Argument von Herrn Wirz, zu welchem Preis und wann kommt denn die Dekarbonisierung und so weiter und so weiter. Und was ich fordere ist einfach,
dass wir mal eine differenzierte Betrachtung von jedem Gebiet machen. Was ist denn die ökonomisch und ökologisch günstigste Art und Weise, ein Gebiet zu erschließen mit Energie? Und das findet in dieser Stadt nicht statt. Weil wir immer sagen, die Sachsen AG ist unser städtisches Unternehmen, die machen das schon gut, die haben das schon immer so gemacht, also bitteschön, dann rollen wir denen den roten Teppich aus. Aber das geht in den Zeiten der Energiewende aus meiner Sicht so nicht mehr. Das ist die Kritik. So, weitere Wortmeldungen sehe ich jetzt nicht. Herr Böhm, nochmal die Rückfrage. Punktweise bezog sich jetzt auf Punkt 1, 2 und 3 oder auf die Unterpunkte? Hm? 1b extra, oder was? Also, dann brauche ich nur 1b extra und alles andere kann ich zusammen machen. Herr Lazinski. Ja, da würde ich es auch noch mal ein bisschen spezifizieren. Ich würde gerne auch 1a extra abstimmen, also quasi die Ergänzungen des Bauausschusses gesondert von der ursprünglichen Vorlage. Gut, dann würde ich zunächst mal separat zur Abstimmung stellen die Punkte A und B und dann den gesamten Rest. So, dann kämen wir jetzt zur Abstimmung über den federführenden Ausschussbericht. Wir machen punktweise separat die Punkte A und B jeweils separat in Abstimmung und dann den Rest der Punkte 1, 2, 3 des Berichtes. Wer für den Punkt A ist, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (Klopfen) 66 Ja, eine Nein, keine Enthaltung, ja. Damit so angenommen. Wir kommen zur Abstimmung über den Punkt B. Wer für den Punkt B ist, im federführenden Ausschussbericht aufgeführt, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (Klopfen) 33 Ja, 34 Nein, keine Enthaltung. Damit hätte es keine Mehrheit gefunden. Und wir stimmen über die Punkte restlich nach der Vorlage ab, 1, 2 und 3. Wer diesem folgen möchte, den bitte ich jetzt um das Stimmzeichen. (Klopfen) 68 Ja-Stimmen, keine Nein, keine Enthaltung. Damit wäre das so beschlossen und der Punkt 16 absolviert.